Tisch. Wir sehen heute Eintracht gegen Alster. Und hier sind heute zwei andere Stimmen als sonst. Und zwar einmal Hanna Granitzky. Hallo Vicky. Ja, und mein Name ist Viktoria Huse. Wir dürfen heute das Spiel. Versucht aber auch gleichzeitig das Spiel schnell zu machen. Ja. Das gefällt mir gut. Die wollen hier nicht irgendwie. Oh, schöner Konter. Jetzt Bene Wenzel. Oh, gut gehalten von der Torhüterin. Auch echt flink auf den Füßen. Ja, das stimmt. Schauen wir mal. Ah, doch eine Ablage. Ah. Oh, das wird gegengepfiffen. Wahrscheinlich war wenn die. Alle da bleiben. Genau, das ist immer ein großes Problem. Dann jetzt der direkte Schuss. Gut gehalten von der Torfrau. Ja, die ist echt schnell draußen. Mhm. Wieder schön schnell gemacht, das Spiel. Oh. Oh, gut gehalten noch. Ja. Ich dachte, der wäre schon im Tor. Ich dachte auch. Neuer Aufbau. Also die Braunschweiger lösen das da auf der linken Bande echt gut, muss ja, ich sagen. Ja, finde ich auch. Jetzt auch der erste Torschuss und aber lange Ecke. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Und wirklich schnell muss das funktionieren. Schön. Ja, das war ein super Ablauf, aber Vicky ist da. Antonia Osterland. Oh, schön gespielt. Aber auch Vicky ist wieder gut gehalten. Zur Stelle und kommt. Jetzt ist die Mitte ganz frei, schade, leider keiner da. Bisschen zurückgezogen. Schönes Anspiel. Oh, schön gemacht. Stark. Stark gemacht von Bene und auch von Emily Kerner zum Schluss noch gut abgeschlossen. Ja, bringt ihn aus dem Gewühl ins Tor und ich glaube, der geht dann noch auf den Braunschweiger zu und springt dann in das Tor hinein. Ja, genau. Emschen Bien ein schöner Vorhandzieher, drückt schnell ab. Ja, und eine Braunschweigerin fälscht ihn noch ab ins Tor. Nele, bisschen Glück, jetzt den Ball einfach halten, Titi. Oh, schnell ausgeführt. Oh, wird weitergelaufen. Oh, stark gehalten von Gibbo. Ja, und aus gutem Winkel da nochmal abgedrückt. Ja, schöner Schuss von der 13. Ja, das wäre natürlich eine gute Variante gegen die Schnelltorhüterin. Ah, ja, schade. Aber da sieht eigentlich man richtig. Genau, aus der Reichweite vom Torwart bis bevor sie alle stehen. Schön. Wieder gut abgefangen. Ah, schade. Schade. Bin jetzt hingekriegt. Ja, so ein bisschen. Und jetzt wieder gut das wieder schnell den genommen. Freischlag genommen. Amy ist aber gut da und spielt super mit. Ja, auch wieder sehr aktiv Amy gibt. Jetzt wieder Alster im Aufbau schön durchgesetzt da und schön gemacht und Carlotta muss reinschießen. Ja, sehr gut gemacht. Schön durchgesetzt von Hanna Valentin und Carlotta vollendet es dann. Das war wichtig vor der Halbzeit nochmal einmal im Replay. Schön durchgesetzt von Hanna Valentin, drückt da ab, der Ball ist in der Luft. Lässt vom wird von Schiri sehr gut der Vorteil laufen lassen. Passspiel nicht durch den Laufspiel. Ah, gut abgefangen von Tizi. Oh, das. Ja, er lässt Vorteil laufen, okay. Carlotta da. Sehr schön gespielt. Schön gemacht von Carlotta und Hanna Valentin ist da, wo ein Stürmer stehen muss, am langen Pfosten. Schön gespielt von Alster. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Schön schnell gemacht da, schön von Tizi. Carlotta macht das super über die Linie. Absolut. Einmal angetäuscht, nach hinten Tempo gemacht und dann quer vors Tor gelegt. Ich jetzt erstmal alleine an. Ja, zweite Halbzeit beginnt. Braunschweig macht sogar ein bisschen Druck wieder. Finde ich gut. Schöner Ball von Emily Kerner und gut mitgenommen von Hanna Valentin. Schade, schön gespielt von Alster. Emsch wieder gut davor. Schöner Ball und Marie setzt sich durch. Ah, schade. Vorne und Bene jetzt über rechts. Weiter auflegen, ja schön. Und Kati Kirschbaum, Schuss. Oh. Hoch abgewehrt und das gibt dann die Ecke, weil jemand im Weg steht. Braunschweig verteidigt nur mit vier Leuten. Ah, interessant. Oh, schöner Schuss von Hanna Valentin. Jetzt. Sehr gut. Schön oben links reingelegt. Braunschweig nur mit vier bei der Eckenabwehr. Anemotü geht schon in den gegnerischen Kreis. Aber noch einmal die Ecke. Guter Ablauf und genau richtig entschieden. Vicky sehr gut. Rutscht auf der anderen Seite raus. Und auch Braunschweig in der Manndeckung. Wieder kein Stürmer, leider tief. Von schöner Alter, Ball aber von schön Emsch. Gespielt jetzt. Das muss man sagen, sind ja auch Emsch Paradebälle so von halb rechts aus passt dem Handgelenk. Ja, kommt auch. Über den Schläger drüber. Aber gut noch gerettet. Klasse Variante dann. Aber eigentlich muss man sagen, er rutscht drüber, ist runde Seite, wird eigentlich immer sofort abgepfiffen. Alster beschwert sich jetzt auch, kann ich auch nachvollziehen. Nochmal im Replay. Kommt raus. Die Situation rutscht rüber, aber ich weiß nicht, ob er ist nicht runde Seite, er rutscht wirklich nur rüber, aber. Und dann natürlich super entschieden, muss man auch sagen. Stockfoul hier, nochmal nachgehauen. Gut genutzt wieder, Emma.
Ja, sehr schön gespielt. Das war schön. Stark. Genauso schön den schnellen Safe House genommen und Hannah ist bereit im Kreis. Im Replay sieht man es auch gut da. Safe House genommen. Ja, genauso wollen wir das sehen. Schnell früh in die Mitte gespielt und dann gut abgeschlossen. Ja, der Vorteil ist Safe House. Nachteil davon. Schön dabei über die Bande. Marie jetzt mit Tempo in die Kurve. Schön oben und aufgelegt. Sehr gut gespielt. Findet genau den Schläger von Hannah Valentin. Ja. Und super gemacht von Marie. Hier geht sie mit Tempo in die Kurve. Der Torwart kommt raus. Guckt oder einmal hoch. Ja, der Torwart ist auf dem Boden und dann ist das Tor natürlich leer. Ja. Und schön. Ja. Aber echt gut gemacht von Marie. Wenn man dann mal einmal zu früh ist, ist es natürlich ärgerlich, wenn man dann nur noch zu dritt ist. Aber jetzt schöner Konter. Oh, schön schöner Zieher. Oh, schade. Ein Tick ruhiger, aber hat sie gut gemacht. Schöner Vorhandzieher von Tizi. Ja, und die Alternative wäre zwar viel kurzer. Ah, schade. Schade, dran vorbei. Und schöner, schneller Ball von Kati bis nach vorne. Schön aufgelegt. Ah, gut gehalten wieder von Viktoria Wiedermann. In der Halle merkt man dann schon, wie wichtig es dann doch wieder ist, eine gute Torhüterin zu haben. Oh, Kati drückt einfach mal ab, finde ich cool. Ja, das gut gemacht. War gefährlich sogar. Manchmal wieder von der falschen Seite. Mal gucken, ich glaube, es geht wieder auf die Mitte. Ja, und aber wieder die Variante. Interessant, diese Variante habe ich bisher immer nur im Herrenhockey gesehen. Stimmt, und ist aber eine gute, finde ich. Also oh, auch wieder eine Variante. Auf den Rausgeber. Schön gespielt. Und das Tor hat die Nummer 19 geschossen. Clara Milena Fahr. Oh, ja. Okay. Schöne Variante. Das war die Variante, die du vorhin auf Alster gefordert hast. Braunschweig hat das gleich in ihrer Partie mit der Emsch am Schuss. Ich denke mal, vielleicht eine Ablage dieses Mal. Ungenau, Ablage. Ja. Und richtig, wenn er ungenau ist, dass Emsch ihn ablegt und nicht mehr selber schießt. Nochmal, Wiederholungsecke. Wieder ein bisschen ungenau und ich sage, er bekommt wieder einen ab, ja. Am Schienbein und deswegen. Ja, und Amy fordert hier auch gerade, dass eine aufpasst auf die Konterspielerin. Aber ungenau wieder, jetzt auf die Rausgabe. Schön. Oh, jawohl. Sehr gut gelöst. Mal eine Variante. Sehr gut. Ja, auch Eckenabwurf war nicht perfekt. Ablage lief auch nicht und dann einfach mal im Replay sehen gerade runtergespielt. Nicht perfekt, Ablage. Und dann mit Bene aus Spitzenwinkel getroffen. Ja. Ja, gut schön von Emma. Und jetzt ist Hanna da. Ein Antritt. Oh, wieder gut gehalten. Ah, ich würde den Fuß und da sehen. Ecke. Ja, genau. Ja, da hat man gesehen, wie schnell dann Emma auch ist. Denke ich auch. Vicky wieder früh draußen. Ja, und wieder gut gehalten. Und jetzt Konter Braunschweig, aber vielleicht ein bisschen zu weit in den Rücken. Aber das ist doch schönes Hallenhockey. Immer schön hin und her. Schnell gespielt. Jetzt schön haben gespielt wir Konter, von Braunschweig. Und da ist auch Amy da. Aber die Ecke ist. Und jetzt noch mal schnell über die rechte Seite mit Bene. Emsch läuft durch. Und ah, durch schön gesehen von Bene. Kurzer Zieher und dann durch die Beine getunnelt. Aber gut, schnell gemacht hier von Hanna. Hat gesehen, Bene ist frei. Ja, dann noch richtig, dass sie es alleine macht. Ja, schön gesehen. Beine waren sehr offen und Bene hat ihn gefangen. Genau passend. Und das Spiel ist zu Ende. Ja, wir bedanken uns für alle Zuschauer und in 2 Wochen geht es dann weiter. Ja. Hier gegen die Wespen. Genau, im Viertelfinale, wo wir natürlich große Unterstützung brauchen, um zum Final Four nach Stuttgart zu kommen. Genau. Ja, wir bedanken uns bei allen, die eingeschaltet haben. Tschüss. Tschüss.